Gut, danke schön. Ja, ich habe jetzt nicht gewusst, wer da teilnimmt. Die meisten werden mich eh kennen. Nur eine kurze Vorstellung. Ich bin in Aschenbrunn geboren, habe Mathematik studiert und ein paar andere Sachen. War dann 1974 weg, mit Programmieren beschäftigt. 1983 selbstständig. Habe dann auch 30 Jahre meine Firma verkauft. Habe 2010 die Friedensakademie gegründet. Bin auch seit 2010 Referent für Gemeinwohlökonomie und seit eigentlich schon länger, seit 2008, Mitglied der CSR Experts Group in der WKO, in der Wirtschaftskammer. Soweit zu meiner Geschichte. Ich bin verheiratet und seit 4 Wochen zweiter Opa. Was ich euch heute erzählen werde, ist im Prinzip enthalten in diesem Buch Überlegungen zum Grundeinkommen mit dem Untertitel BGE für alle, Fragezeichen auch für mich. Das ganze Buch ist kein komplettes Modell, so wie man die ATTAC-Modelle kennt oder das Modell von der Generation Grundeinkommen, sondern es ist hauptsächlich eine Antwort zu Fragen, die häufig gestellt werden, und womit dann die Antwort so genervt hat, dass ich schreibe es einmal nieder, damit ich jedem einfach das in die Hand geben kann, und nicht immer wieder beantworten muss. Es sind uns Fragen wie wirklich ein BGE für alle und auch wirklich für Millionäre und kriegt dann jeder ein Tausender mehr. Das waren so die häufigsten Fragen. Natürlich auch die Frage, ob das finanzierbar ist und dann die Frage oder die Beschwerde, und warum soll ich denn arbeiten, damit andere finanziert werden, die nichts tun. Also die häufigen Fragen, die mich bewogen haben, da mal ein paar Sachen niederzuschreiben. Und die Antwort auf diese Frage soll diese Broschüre und ist auch der heutige Vortrag geben. Unter anderem gibt es diese Milchmädchenrechnung, 1000 Euro mal 12 Monate mal 8,5 Millionen Einwohner. Es gibt ja 100 Milliarden Euro. Also wenn man die ATTAC-Rechnung nimmt mit 1200 Euro 14 Mal im Monat, sind es 140 Milliarden Euro. Das können wir uns nicht leisten und das heißt Inflation an, also geht es nicht. Aber diese Milchmädchenrechnung ist eben falsch, weil jetzt, ja, ich sag's noch einmal, eine Milchmädchenrechnung ist, die keine vernünftige Überlegung darstellt und nicht wirklich sich damit auseinandersetzt, was wirklich was kostet. Daher meine Überlegungen oder meine Versuche einer Antwort. Was ist wirklich gedacht? Was ist wirklich möglich? Um das zu erklären, musste ich ein bisschen ausholen. Was ich euch jetzt zeigen werde, ist eine Form eines Grundeinkommens, die als emanzipatorisches Grundeinkommen definiert wird und die von den meisten Grundeinkommensbewegungen in Österreich zumindest so verstanden wird. Es gibt aber auch andere Modelle. Es gibt ein liberales Bürgergeld, es gibt ein solidarisches Grundeinkommen, es gibt das solidarische Bürgergeld von Dieter Althaus. Es gibt dann verschiedene Ansätze von temporären Grundeinkommen, jetzt gerade in der Corona-Krise. All das sind keine wirklichen vollen Grundeinkommensmodelle oder Konzepte und schon gar nicht die Grundsicherungsideen von Spanien und Italien. Das Grundeinkommen, auf das wir uns in Österreich eigentlich alle geeinigt haben, wird so definiert: Grundeinkommen ist eine bedingungslose finanzielle Zubindung, die jeden Mitglied der Gesellschaft in existenzsichernder Höhe ohne Rücksicht auf sonstige Einkommen, auf Arbeit oder Lebensweise als Rechtsanspruch zusteht. Durch das Grundeinkommen wird der Sozialstaat aber nicht abgeschafft, sondern weiterentwickelt. Das ist die Definition, mit der wir in Österreich uns alle großen Bewegungen, die fürs Grundeinkommen eintreten, leben können. Und in einer Broschüre vom Netzwerk Grundeinkommen ist es noch einmal so schön grafisch zusammengefasst. Das sind diese 4 Eckpfeiler für ein Grundeinkommen. Es muss bedingungslos sein, also ein Recht für alle Bürger oder für alle Bewohner einer Region, das eben nicht von Bedingungen abhängt. Es muss personenbezogen sein. Also nicht haushaltsbezogen. Das ist ein großer Unterschied zu der jetzigen Sozialhilfemaßnahmen. Es muss universell sein, das heißt, es muss jedem zukommen, der auf
Frau in einem bestimmten Land lebt. Es könnte noch unterschieden werden, Grundeinkommen für Kinder oder Jugendliche. Und es muss Existenz- und Teilhabesichern sein. Also es muss hoch genug sein. Das sind die vier Kriterien. Brauche ich euch in der zweiten erklären, kennt ihr alle. Die sind auch von der Taxo mit diskutiert und mitbeschlossen. Dann gibt es auch in diesem Modell immer noch unterschiedliche Modelle der Finanzierung und Modelle der Einführung. Ich sage mal, es gibt zwei große Gruppen von Modellen. Das eine ist das substitutive Modell von Elmar Pape und der Generation Grundeinkommen. Seit kurzem nennt er das nicht mehr substitutives Modell, sondern Hybridmodell. Und das andere ist ein additives Modell, das vom Netzwerk Grundeinkommen, von ATTAC oder auch von unserem Verein das Grundeinkommen vertreten wird. Da werden wir dann noch genauer dazukommen. Der große Unterschied ist, beim substitutiven Modell wächst das BEG in diese Wertsinkeinkommen hinein. Wie gesagt, ich habe es da unter Anführungszeichen geschrieben, wenn wir das dann noch genauer anschauen werden. Während beim additiven Modell kommt das BEG zum Erwerbseinkommen dazu, dann mehr besteuert wird. Das ist noch einmal die Grafik vom substitutiven Modell, also vom Modell von Helmut Pape. Der möchte eben bei der Einführung alle Gehälter, Pensionen und sonstige Sozialleistungen einmal prinzipiell um das Grunde, also um diese 1.000 Euro kürzen, um diese 1.000 Euro dann als Grundeinkommen wieder einzuführen und erwartet dann von den Arbeitnehmern, dass sie dann nachverhandeln, damit sie dann doch mehr bekommen. Das ist sozusagen sein Modell, das mir nicht gefällt und über das wir uns jetzt nicht unterhalten müssen. Das additive Modell ist dann, wie gesagt, das Modell, das im Prinzip von ATTAC und von Netzwerkgrundeinkommen und von unserem Verein das Grundeinkommen befürwortet wird. Ich habe es da mal grob dargestellt. Das ist aber schon das Ergebnis dessen, was wir jetzt im Laufe der nächsten halben Stunde uns mit den Berechnungen anschauen werden. Das additive Modell heißt, dass wer heute nichts verdient, der kriegt halt heute irgendeine Sozialhilfe, um die er aber ansuchen muss und wo alles möglich tun muss. Wer in Zukunft, also in Zukunft soll es so sein, dass das, dass jemand, der nichts verdient, das Grundeinkommen bekommt, ohne dass er irgendwas nachweisen muss oder beweisen muss oder ansuchen muss. Für jemanden, der jetzt 15.000 Euro verdient, der muss jetzt 1.000 Euro Steuern zahlen und 14.000 hat er Nettoeinkommen. Das wäre dann nach unserem Modell so, dass dieses Einkommen höher besteuert wird als bisher und zwar mit 6.600 Euro besteuert wird, aber das Nettoeinkommen, das jetzt den 14.000 Euro ausmacht, wäre dann 20.000 Euro, weil dann das Grundeinkommen plus das Einkommen aus der Erwerbsarbeit dazukommt. Für jemanden, der 100.000 Euro verdient, ist es jetzt so, dass er von diesen 100.000 Euro 37.880 Steuern zahlt und damit bleiben 62.000 netto über. Nach unserem Modell, ich sage, wir werden es einmal genau anschauen, würde der in Zukunft wesentlich mehr Steuern zahlen, nämlich schon 57.000, also 20.000 mehr Steuern, kriegt aber natürlich die 12.000 Grundeinkommen dazu. Das heißt, statt die 62.000 netto würde der wenn wir 54.000 netto haben. Das heißt, es wäre eine deutliche Umverteilung von oben nach unten. Das heißt, die Differenzengrafik schaut dann so aus, jemand, der gar nichts verdient, kriegt eben die 12.000 Euro wirklich voll dazu. Jemand, wie wir gerade gesagt haben, 15.000 Euro verdient, kriegt eben zwar die 12.000 Euro dazu, zahlt aber ein bisschen mehr Steuer fürs Einkommen, hat dadurch unterm Strich eben 6.000 Euro mehr. Wer 40.000 Euro verdient, bei dem ist es dann ungefähr gleich. Das heißt, das, was er mehr zahlt an Steuern, kriegt er durchs Grundeinkommen wieder zurück. Und wer 100.000 Euro verdient, der zahlt deutlich mehr Steuer, als er durchs Grundeinkommen bekommt. Wenn die Grafik dann noch einmal ausdehnt, nicht nur auf 100.000 Euro verdienen, sondern auf Millionen verdienen, dann sieht man, dass ein Millionär damit dann doch deutlich mehr einzahlt, als er rauskommt, als er rausbekommt. Nämlich ungefähr 10% mehr
an Steuern, das heißt ca. 90.000 Euro mehr an Steuern. So, das war jetzt eigentlich schon die Zusammenfassung und jetzt schauen wir uns an, wie geht das. Damit fange ich auch wieder schon weiter fort an, nämlich einmal mit der Erklärung, wie die Einkommensteuerberechnung jetzt abläuft. Das ist nämlich vielen Leuten nicht klar, aber ich nehme an, dass es euch allen klar ist und darum werde ich da jetzt lang drüber reden müssen. Darf ich mal fragen, ist jemanden oder wem von euch ist die Einkommensteuerberechnung nicht bekannt? Dann meldet sich niemand. Also, es ist ja bekannt, wie das abläuft. Es gibt sieben Einkommensarten. Einkommen aus der Land- und Forstwirtschaft, aus selbstständiger Arbeit, aus Gewerbebetrieb, aus unselbstständiger Arbeit, aus Kapitalvermögen, Vermietung und sonstige Einkünfte. Und diese sieben Einkommensarten, also die Einkünfte aus diesen sieben Einkommensarten werden addiert und daraus wird dann die Steuer berechnet. Die Steuerberechnung läuft eben mit diesen Steuertariftonnen. Das heißt, bis 11.000 Euro zahlt man keine Steuer, bis 18.000 Euro 25%, dann bis 31.000 Euro 35% und so weiter. Was aber jetzt nicht heißt, dass jemand, der 60.000 Euro verdient, 42% Steuer bezahlt, sondern es wird nach Stufen gerechnet. Das heißt, für die ersten 11.000 zahlt man prinzipiell keine Steuer. Weder der, der die 11.000 verdient, und auch nicht der Millionär. Das heißt, die 11.000 Euro sind dann für jeden für steuerfrei. Die nächsten 7.000 Euro, also von 11.000 bis 18.000 Euro, werden dann mit 25% besteuert, auch egal, wo man, also wie viel dann darüber noch dazu kommt. Die nächsten 13.031 werden mit 35% besteuert, die nächsten 29.000 mit 42% und dann die nächsten 30.000 mit 48% und so weiter. Das heißt, die Steuer ist nicht so, dass jemand, der, wie gesagt, 1.000 Euro im Jahr verdient, 42% bezahlt, sondern die 42% werden nur verrechnet von den obersten, 29.000. Und auch für den Gutverdiener sind die ersten 11.000 steuerfrei. Also dieser Steuerfreibetrag, diese, was jetzt 11.000 ist, entspricht ungefähr dem Existenzminimum, so wird es jetzt definiert, also wird es begründet, auch in der, im Steuergesetz. Und wenn wir jetzt von Einkommensteuer reden, muss man sagen, dass die Lohnsteuer natürlich das Gleiche ist. Die Lohnsteuer wird nur monatlich gleich beim Gehalt abgezogen. Die ist es eine Einkommensteuer und über Lohnsteuerausgleich werden dann alle Arten des Einkommens zusammengezählt und über die Einkommensteuerberechnung ermittelt. So, noch einmal ein paar Beispiele. Wer heute 15.000 Euro verdient, zahlt für die ersten 11.000 keine Steuer und für die 4.000 darüber die 25%, die 10.000 Euro. Das heißt, für 15.000 Euro Einkommen werden 1.000 Euro Steuer bezahlt. Wenn jemand 25.000 verdient, dann zahlt er auch für die ersten 11.000 nichts. Dann für die nächsten 7.000 25% und noch einmal für die nächsten 7.000 35%, also in Summe 4.200. Wenn jemand 45.000 verdient, wie das gleiche für die ersten 11.000 nichts, dann 25% von den nächsten 7.000, 35 für die nächsten 13.000, 43 für die nächsten 14.000 und 12.180. Das heißt, der Durchschnittssteuersatz bei dem 15.000 Euro Einkommen ist 6,7%, bei dem mit 25 ist es 16,8% und bei dem mit 45 ist es 27,9%. Das ist einmal wichtig zu verstehen, wie diese Einkommensteuer berechnet wird. Dann sieht man auch und merkt man auch, was viele nicht wissen, dass auch Millionäre für die ersten 11.000 Euro keine Steuern zahlen. Das ist schon einmal ein Hinweis darauf, warum es, oder eine Antwort darauf, warum es immer heißt, warum sollen Millionäre auch ein Grundeinkommen bekommen? Naja, Millionäre zahlen auch jetzt auf die ersten 11.000 Euro keine Steuer, obwohl sie es nicht nötig hätten. Nebenbei bemerkt eine Anmerkung, die
gerade ein aktueller Stand ist, die jetzt beschlossene Senkung des Einstiegssteuersatzes von 25% auf 20%, alle Steuern, auch die der Millionäre. Das heißt, was jetzt beschlossen worden ist, gerade, glaube ich, vorige Woche im Parlament, dass die erste Stufe, also der Steuersatz für die erste Einkommensstufe von 25% auf 20% gesenkt wird, heißt nicht, dass damit nur die einen Vorteil haben, die halt 15.000 oder 20.000 verdienen, sondern es haben alle einen Vorteil, auch die Millionäre. Das heißt, konkret ist so, dass eben von diesen 7.000, die dazwischen den 11.000 und 18.000 liegen, nicht 25%, sondern 20% bezahlt werden. Das heißt, von diesen 7.000 sind es 5% weniger. Das heißt, das sind die 350.000, die sich jeder spart, der über die 18.000 Euro im Jahr verdient. Nichts davon haben die schlecht verdienen. Das heißt, wer unter 11.000 verdient oder unter 18.000 verdient, hat davon weniger bis gar nichts. Meine typische Maßnahme unserer Regierung. Also noch einmal die Zusammenfassung. Wer heute brutto nichts verdient, hat natürlich keine Steuer. Wer 15.000 verdient, kriegt netto 14.000 und so weiter. Noch einmal zusammengefasst. Ist das bisher alles klar oder gibt es da bisher schon einmal eine Frage dazu? Ich glaube, das ist überhaupt nichts Neues, ist nur eine Zusammenfassung dessen, was jetzt der Fall ist. Aus dem Grund, weil ich auf diese Methode eigentlich aufbaue. Das heißt, meine Idee ist zu sagen, das bedingungslose Grundeinkommen ist eigentlich eine weitere Einkommensart. Das heißt, wenn jetzt wirklich jeder, ich bleibe bei der Hausnummer, 1.000 Euro im Monat, 12.000 Euro im Jahr, eine weitere Einkommensart. Und wenn man jetzt ganz einfach weiterrechnet und sagt, okay, wenn es so ist, dass man bei den aktuellen Steuersätzen bleiben, dann heißt es, dass halt jeder um 12.000 Euro mehr nach oben hat und das entsprechend versteuern muss. Wenn ich jetzt die nächsten Beispiele rechne, dann mache ich gleich einmal eine kleine Änderung, nämlich dass ich diese steuerfreie Stufe auf 12.000 Euro erhöhe, damit einmal klar ist, dass das Grundeinkommen nicht versteuert wird. Wie schaut es dann aus? Jemand, der jetzt 15.000 Euro verdient, hat eben dann mit diesen 12.000 Euro Grundeinkommen 27.000 Euro. Wenn wir jetzt immer noch nach der alten Steuertabelle rechnen würden, würde der auf 22.200 Euro Nettoauszahlung kommen, im Gegensatz zu den 14.000, was bisher waren. Das war die Rechnung von vorher. Wer 45.000 Euro verdient, hätte damit mit den 12.000 Euro 39.000 im Gegensatz zu vorher 33.000. Du, ich habe jetzt momentan ein Blackout. Wir reden immer von Einkommen und dann redet man nicht von Höchstverdienern, sondern Millionären. Na, ich rede jetzt von den Millionären eigentlich weniger. Ich rede zum Beispiel von Leuten mit 15.000, mit 45.000. Ja, jetzt bei dem Bild, aber ich habe zuerst nicht mich freischalten können. Zuerst, ja, hast du gesagt, ein Millionär kriegt das Gleiche und so weiter. Aber müsste man dann nicht eigentlich sagen, einer, der das höchste Einkommen hat, da steht also das, auch die dann alle Steuern. Ja, ja. Das ist die Aussage, die jetzige Steuerreform. Ja, auch die der Millionäre. Oder müsste es nicht heißen, auch die der Höchsteinkommensbezieher? Kann man auch sagen. Das ist aber was anderes. Nein, nichts anderes. Allen, die mehr als 11.000 Euro verdienen, kriegen diese 350 Euro. Also ich verstehe den Einwand von der Uli schon. Es geht
um Einkommen versus Vermögen. Nicht Vermögen, ja. Ich kann ein Millionär sein, ich kann 5 Millionen Euro besitzen. Wenn ich trotzdem nur 11.000 Euro im Jahr verdiene, zahle ich trotzdem keine Einkommensteuer. Okay, ja, danke, das ist richtig. Ja. Das müssen wir dann genau unterscheiden. Ich habe jetzt die Millionenverdiener gemeint. Ja. 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 Danke. Ja. Danke, Martin. Gut, jetzt weiter. Also wir sind jetzt doch eben so, dass wir gesagt haben, wenn jetzt die 12.000 Euro dazukommen und mit der bisherigen Steuertabelle versteuert wird, dann würde eben der mit 15.000 Einkommen dann 22.000 Euro netto rausbekommen, der mit 45.000 39.000 Euro. Das heißt, im Prinzip kriegt dann jeder mehr, weil also wenn die Steuersätze nicht geändert werden, jeder kriegt 12.000 Euro dazu, Grundeinkommen, und würde halt darauf dann den Höchststeuersatz zahlen. Das heißt, auch der Millionär, also müssen wir sagen, auch der Millionenverdiener würde damit 6.000 Euro mehr haben. Daher kommen wir zum nächsten Schritt, dass wir dann auch die Prozentsätze ändern müssen. Und ein Vorschlag, ja, das ist ein Vorschlag, über den kann man diskutieren und das werden wir dann nachher auch noch ein bisschen durchspielen. Ein Vorschlag wäre eben, dass man statt 25, 35, 42%, 35, 50 und 60% nochmal ansetzt. Das sollte halt einmal nur ein Beispiel sein, um einmal zu sehen, wie sich das auswirkt. Und wir gehen noch einmal zu den 15.000 Euro Einkommen, der hat vorher ohne Grundeinkommen eben die 11.000 Euro steuerfrei gehabt und für die 4.000 Euro 25% Steuer bezahlt, also 14.000 netto gehabt. Mit BGE und mit diesem neuen Steuersatz würde der insgesamt ein Einkommen haben von 27.000 Euro, 15.000 Euro durch Erwerbsarbeit, 12.000 durch BGE und würde dann die 12.000 Euro netto, also die 12.000 Euro Grundeinkommen steuerfrei haben und dann aber 35% auf die nächsten 6.000 und 50% auf die nächsten 9.000. Das heißt, er hätte dann nicht mehr 14.000, sondern 20.000 Euro Einkommen. Das Gleiche schauen wir uns an, wie dann mit dem mit 45.000 Euro Erwerbseinkommen, der hätte dann mit dem BGE 12.000 mehr, also insgesamt 57.000, und wieder so aufgesplittert auf die einzelnen Steuerstufen, werden es dann ein Nettoeinkommen von 32.800. Und da sieht man, dass das jetzt in dem Fall fast gleich ist. Also die Differenz nur 20 Euro pro Jahr, also das wäre in diesem Fall gleich. Wer aber ein Großverdiener ist, also 100.000 Euro im Jahr verdient, hat bisher eben die 32.000 Euro gehabt, hätte dann zwar die 12.000 Euro dazu, dadurch auch mehr Einkommen, würde aber durch die geänderte Steuertabelle entsprechend mehr Steuer zahlen. Das heißt, die Steuer wäre nicht 37.800, sondern 57.200. Das heißt, der hätte dann statt 62.000 nur mehr knapp 55.000. Das heißt, das ist sozusagen die Methode, wie man auch eine Umverteilung machen kann von oben nach unten und noch einmal diese Tabelle, die ich am Anfang gezeigt habe, wie das da mit den Differenzen ausschaut. Wie gesagt, die 12.000 Euro kriegt jemand, der sonst kein Einkommen hat. Bei 45.000 ein Nullsummenspiel und wer mehr verdient, hat in Zukunft dann etwas weniger Einkommen. Das heißt, zahlt mehr Steuern. Und noch einmal diese große Tabelle, die sich dann bis auf die Million hinauf die Unterschiede zeigt. So, noch einmal die Frage. Gibt es dazu Fragen? Gut, dann mache ich weiter. Frage, was kostet das? Noch einmal die Tabellen, schon, wie schon gehabt. Die jetzige, die aktuelle Einkommensteuertabelle, der Vorschlag in Gelb. Und mit den Beispielen auch schon
gezeigt, Bruttoeinkommensteuer jetzt, netto jetzt, Brutto mit Grundeinkommen, Steuer neu, netto neu und Differenz. Und wenn man das jetzt wirklich anschaut, dann sieht man, dass diese Milchmädchenrechnung einfach falsch ist. Ich habe es eh vorher schon gesagt, aber mich ärgert diese Milchmädchenrechnung wirklich so, dass ich gar nicht genug darüber schimpfen kann. Und ich habe mir dann angeschaut, bei der Frage, was kostet das oder was bringt es den Einzelnen, habe ich mir eben das wirklich in kleinen Stufen angeschaut. Das heißt, jemand, der ein Bruttoeinkommen aus der Erwerbsarbeit von 2000 Euro hat, zahlt natürlich heute keine Steuer und dem bleiben die 2000 Euro netto. Mit dem Grundeinkommen hätte sie dann 14.000 Euro, würde 700 Euro Steuern bezahlen und damit ist die Differenz zu seinem Einkommen 11.300. Und das ist auch das, was es dem Staat dann kostet. Der Staat zahlt zwar die 12.000, kriegt aber von dem, der vorher keine Steuer bezahlt hat, 700 zurück. Das heißt, dem Staat kostet es nur 11.300. Wenn wir jetzt wieder den 15.000er anschauen, der hat bisher 1.000 Euro Steuern bezahlt, würde dann mit dem Grundeinkommen 12.000 Euro dazu bekommen, zahlt daher 6.600 Euro Steuern. Das heißt, von den 12.000 Euro, die er vom Staat bekommt, zahlt er 5.600 schon wieder an den Staat an Steuern zurück. Das heißt, dem Staat kostet es nur 6.400. Oder er ist 40.000 Euro verdient, also die 45.000 sind ja genau in der Mitte, die wir vorher gehabt haben, der 45.000 Euro verdient, kriegt zwar die 12.000 Euro Grundeinkommen, zahlt aber entsprechend mehr Steuer, das heißt, das wäre das Nullsummenspiel. Für alle, die mehr verdienen, ist durch die höhere Steuer das sind es keine Kosten für den Staat, sondern eher sogar Einnahmen für den Staat. Das heißt, diese Tabelle ist ganz interessant, weil da der Einzelne schauen kann, wo liege ich eigentlich und was bringt mir das Grundeinkommen. Das heißt, diese Frage, kriegt jeder einen Tausender mehr, kann man damit beantworten, nein, nicht jeder kriegt einen Tausender mehr, jeder kriegt ein Grundeinkommen oder zahlt mehr Steuer und damit ergibt sich ein Netto-Zu- oder Abnahme, wie es da in dieser Tabelle, in dieser Spalte steht. Dann habe ich auf der Statistik Austria eine Lohn- und Einkommensteuer. Paul, darf ich kurz unterbrechen? Ja. Und zwar, die Tabelle vorher ist also eine sehr übersichtliche Tabelle. Müssten wir jetzt nicht schauen, wie viele Leute fallen in welchen Bereich, um dann wirklich ausrechnen zu können, was es kostet? Genau das kommt jetzt. Aha, okay. Ich habe mir nämlich gesagt, auf der Statistik Austria diese integrierte Lohn- und Einkommensteuerstatistik angeschaut. Und da kann man eben dann einige Tabellen runterladen als PDF oder als Excel-Datei. Und das schaut dann so aus. Das heißt, da ist dann drinnen, wie viele Leute gibt es, die keine Steuer zahlen oder Negativsteuer zahlen, wie viel gibt Einkommen haben. Wie viele Leute gibt es, die bis zu 2.000 Euro Einkommen haben, bis zu 4.000 Euro Einkommen haben? Das heißt, da sind wirklich die Anzahl der Fälle drinnen. Genau, das ist die Frage von Klaus, glaube ich, gell? Das heißt, das ist genau die Methode, die ich dann benutzt habe. Das heißt, ich habe mir dann diese Tabelle angeschaut. Dann habe ich auch meine Beispiele in diese Etappen aufgebaut. Das heißt, da sind es 2.000 Euro Schritte, also 2, 4, 6, 8, 10, 12, dann sind es da 5.000 Euro Schritte, 15, 20, 25, 30, dann sind es 10.000 Euro Schritte, 30, 40, 50 und so weiter. Genau. Nach dieser Aufteilung habe ich dann diese Tabelle, die wir gerade vorher gesehen haben, ergänzt durch diese Anzahl in Österreich. Mhm. Und damit kann ich jetzt sagen, okay, es gibt 485.000 Leute, die unter 2.000 Euro verdienen. Und damit kann ich mal ausrechnen, was sind dann die Kosten dafür, für diese Leute. Was sind die Kosten für die, die, sag ich mal, die knapp 1 Million
Leute, die um 20.000 Euro verdienen, was sind die Kosten für die ungefähr 1 Million Euro, eine Million Leute, die 40.000 Euro verdienen, und was sind die Kosten für die 125 Leute, die bei der Million sind zum Beispiel. Das heißt, da haben wir diese Zahlen ausgesucht und mit dem verglichen, was die Differenz zum Nettoeinkommen ist, das heißt, was die Kosten sind. Das heißt, damit kann ich die Kosten ermitteln, die dem Staat entstehen. Was man da jetzt sehr gut sieht, schon in der Spalte vorher, Leute, die einen Plus haben in dieser ganzen Berechnung, sind all diese Leute, und das sind kumuliert 85% aller Österreicher. Also 85% aller Österreicher würden damit etwas bekommen, und nur die 15% drüber, also 15%, die über 45.000 verdienen, würden etwas draufzahlen. Das heißt, von den eigentlichen Kosten von 32 Milliarden Euro könnten schon einmal 5 Milliarden Euro zurück gebucht werden, weil das ja dann die Einnahmen sind von den Gutszahlern. Das heißt, wir haben insgesamt Kosten für den Staat von 27 Milliarden 560 Millionen. So, ein kleiner Schönheitsfehler ist noch drinnen. Das sind die Kosten für 6 Millionen 970.000. Wir wissen, dass in Österreich ein bisschen mehr Leute sind. Wie kommt das zustande? Ganz einfach erklärt. Das sind eben laut Statistik Austria die Steuerzahler, das heißt alle Erwachsenen. Wurscht, ob sie jetzt Lehrlinge sind oder ob sie Angestellte oder Beamte sind oder ob sie Pensionisten sind, alle die Steuern zahlen, sind da in dieser Statistik erfasst. Und darum sind es aber eben keine 8,5 Millionen, sondern nur 6,9 Millionen. Das heißt, es fehlen da die Kinder. Und darum habe ich das in meiner Berechnung dann entsprechend auch eingebaut. Und wir schauen uns diese Spielwiese dann gleich einmal live an. In dieser Berechnung steht drinnen, für die 6,97 Millionen Steuerpflichtige werden es Kosten von 27,6 Milliarden und für die 1,5 Millionen Kinder werden es dann noch einmal 9,2 Milliarden, also insgesamt Kosten von 36,7 Milliarden. Das war sozusagen für mich der wesentliche Punkt. Darf ich noch was fragen? Ja. Und die Pensionisten, wo sind die? Also das sind... Gleich, kommt gleich. Pensionisten kommen gleich. Wie gesagt, das ist mit diesem Modell, mit diesen Steuersätzen, man kann die dann in meiner Excel-Datei verändern, wenn wir dann gleich tun. Diese Tabelle zeigt dann einzelne Stufen, wie sie die ausgehen, also was da unterm Strich rauskommt. Das zeigt auch, wo die Gewinnergrenze ist, also bei einem Einkommen von ca. 45.000 Euro ist es ein Nullsummenspiel, und damit sind 85% der Bevölkerung haben etwas davon, 15% zahlen drauf. Konkret heißt es, sieht man in der Grafik, 49% würden sogar vom Staat aus ausbezahlt bekommen, also die im gar kein Einkommen haben, die würden monatlich 1.000 Euro ausbezahlt bekommen, und die halt, sagen wir mal, 40.000 Euro verdienen im Jahr, die würden halt monatlich vielleicht noch 50 Euro ausbezahlt bekommen. Das heißt, das ist eine Negativsteuer, das ist wirklich das Grundeinkommen ist mehr, als man Steuer zahlen würde. Bei den Leuten, bei den 36% im roten Bereich, heißt es, die müssen zwar Steuer zahlen, aber weniger als vorher. Das heißt, wer früher halt 1.000 Euro Steuern bezahlt hat, muss es vielleicht noch mehr 3.000 Euro Steuern bezahlen. Und die 14,7% sind eben die in Zukunft mehr Steuern zahlen, als sie im Grundeinkommen dazu bekommen. So, das ist eine Excel-Datei, die kann man sich auf meiner eigenen Webseite oder auf der Webseite von Das Grundeinkommen runterladen. Ich schalte jetzt einmal um auf diese
auf diese Excel-Datei. Dann können wir uns sowas auch anschauen. So, seht zuerst die Excel-Datei. Ja, da kann man jetzt selbst ein bisschen herumprobieren. Da kann ich jetzt sagen, okay, was wäre zum Beispiel, wenn das Grundeinkommen nicht 1000 Euro pro Monat wäre, sondern 1200 Euro pro Monat. Dann würde das natürlich die Gewinnegrenze woanders liegen, dann würde der Bevölkerungsanteil der Nettogewinner woanders liegen, dann würden die Kosten woanders liegen. Würden auch die einzelnen Bereiche anders sein, da würde zum Beispiel der mit 45.000 Erwerbseinkommen immer noch 1780 Euro mehr bekommen, als er bisher hat. Ich könnte da auch sagen, okay, ich bleibe bei den 1000 Euro und verändert die Mehrwertsteuersätze, also die Einkommensteuersätze. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, 35 gleich anfangen, das ist zu radikal, fangen wir mit 25 an und dann vielleicht 40 und dann 50 und dann die 60, dann sieht man, wie sich das wieder auswirkt. Das heißt, die Gewinnegrenze wäre bei 75.000 Euro Jahreseinkommen und 96% würden davon profitieren. Allerdings würden dann die Kosten schon wieder fast das Doppelte sein, mit 53.000. Man könnte auch, also in dieser Excel-Tabelle ist dann unten auch noch zu sehen, wer hat was davon und wie wirkt sich das aus. Das sind dann diese Differenzgrafiken und die Grafiken mit dem Einkommen jetzt und dem Einkommen mit DGE. Und dann gibt es noch Grafiken zur Steuer. Brauchen wir es nicht so sehr. Ich möchte jetzt nur noch eine Sache zeigen. Es gibt in manchen Grundeinkommensdebatten den Wunsch nach einer Flat Tax, zum Beispiel von 40%. Was würde das heißen? Das wäre sogar für die Großverdiener ein großer Vorteil. Also wenn ich die Flat Tax 50% habe, wären es immer noch praktisch eigentlich, hätten immer noch 100% der Bevölkerung einen Vorteil, weil der jetzt 50% bezahlt dann auch nicht mehr Steuer, sondern bezahlt nur ein bisschen mehr Steuer für die unteren Bereiche. Das heißt, es wäre noch kaum eine Änderung, eben auch von der Umverteilung her. Die Kosten würden dann bei 41 Milliarden liegen. Das heißt, so kann man sich das auch anschauen, durchspielen, alle möglichen Varianten. Eine interessante Variante ist auch zu sagen, wir überlegen uns das mit den Kindern. Kindern 50% ist zwar recht nett, aber jetzt kriegen die Kinder halt eine Familienbeihilfe, die unter 200 Euro ist. Immer sagen, wir machen einmal nur 250 für die Kinder, statt die 500 für die Kinder. Ja, ist auch schon eine Verbesserung gegenüber jetzt und würde aber dann doch die Kosten gleich einmal um 5 Milliarden Euro senken. Ja, so kann man sich diese Sachen durchspielen. Und wie gesagt, die Excel-Tabelle kann man sich von meiner Webseite oder von der Webseite in unserem Verein herunterladen. So, dann machen wir weiter. Hast du noch Fragen? Ich meine, die Pensionsgeschichte kommt noch, oder? Sonst noch Fragen? Gut, dann ist der erste Teil einmal erledigt. Das heißt, man kann mit diesem Excel-Modell einmal sich wirklich ausrechnen, was kostet es dem Staat. Das heißt, diese Milchmädchenrechnung, es kostet jetzt 100 Milliarden, die kann man mal streichen und wirklich einmal auf die Beträge gehen, die jetzt in diese Excel-Tabelle kommen. Und man sieht, je nachdem, wie man die Steuersätze ansetzt, wie man die Kinderbeteiligung ansetzt, wie man das Grundeinkommen selbst ansetzt, ist man heute zwischen 27 Milliarden und 50 Milliarden drinnen. Und dann muss man sich eben überlegen, wie kann ich die jetzt finanzieren? Die müssten ja auch finanziert werden. Und
Darum, der zweite Teil ist die Restfinanzierung. Es gibt für die Restfinanzierung natürlich einerseits direkte Einsparungen, die Mindestsicherung und die Ausgleichszulage müssten nicht mehr bezahlt werden. Das sind jeweils ungefähr 1 Milliarde. Das Kindergeld ist jetzt eigentlich schon ein Grundeinkommen. Das ist mir auch erst vor einigen Tagen bewusst geworden. Jedes Kind, wurscht ob von der alleinerziehenden Klofrau oder von der Millionärsfamilie, kriegt dieses Kindergeld. Das ist eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen für Kinder. Es ist ganz interessant, auch in der Argumentation. Und darum bin ich jetzt auf der Suche nach der Quelle. Wo kommt das Kindergeld eigentlich her? Wann wurde das eingeführt? Und welche Diskussionen hat es da damals gegeben? Ich glaube, heute wird niemand mehr verlangen, das Kindergeld müssen wir abschaffen, das können wir uns nicht leisten. Das ist undenkbar. Wenn es mal eingeführt ist, dann ist es eingeführt und dann ist es eine normale Sozialleistung wie jede andere auch oder besser wie jede andere. Es ist wirklich jedes Kind. Mit dem Grundeinkommen für Kinder wäre das Kindergeld aber natürlich ersetzt durch ein BGE für Kinder. Und obwohl wir es jetzt dann mit reingerechnet haben in die Kosten, würde damit die Ersparnis für die Kinder entsprechend sich niederschlagen. Das Kindergeld ist sehr kompliziert zu berechnen. Es ist abhängig vom Alter, es ist abhängig von der Anzahl der Geschwister und so weiter. Aber das minimale Kindergeld bei einem Kind ab der Geburt sind 114 Euro plus 58,40 Euro für Familienabschlussbetrag. Und das sind für alle Kinder, das könnte entsprechend eingespart werden. Dann gibt es indirekte Einsparungen im Verwaltungsaufwand, zum Beispiel in der Bedarfsprüfung im Gesundheitswesen. Aber das brauche ich euch nicht zu erzählen, das wisst ihr alle. Dann gibt es die Mehreinnahmen, die zur Restfinanzierung dazukommen würden. Die Einkommensteuer habe ich da jetzt in Klammer gesetzt, weil die ja schon in der Rechnung mit eingerechnet ist. Eine wichtige Sache wäre die Kaufkrafterhöhung. Das heißt, wenn da ist wirklich, sagen wir mal, 30 Milliarden Euro ausgeschüttet werden, dann wird es ja an die Leute ausgeschüttet, die das kaum auf die hohe Kante legen werden oder Aktien kaufen werden, sondern es wird Leute gegeben, die dann das wahrscheinlich konsumieren werden und damit fällt wieder Mehrwertsteuer an, das heißt von diesen 20 Milliarden. Also ich habe es dann gesagt, wenn nur 2/3 von dem ausgegebenen Grundeinkommen verkonsumiert werden, dann sind das schon 20 Milliarden, die verkonsumiert werden und das wären schon mal Mehrwertsteuereinnahmen von 4 Milliarden Euro. Weiters bin ich der Meinung, dass man die Luxussteuer wieder einführen sollte, die es schon mal gegeben hat. Also eine 30-prozentige Luxussteuer auf Luxusartikeln. Der nächste Punkt wäre eine progressive Einkommensteuer aus Einkünften aus Kapitalvermögen. Kapitalvermögen werden jetzt mit 25% entbesteuert. Ich werde gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Das kann man auch progressiv besteuern. Die Finanztransaktionssteuer ist ja auch eine Forderung, die man einführen kann. Schenkungs- und Erbschaftssteuer, Vermögensteuer und sonstige Konsumsteuern, wie zum Beispiel die Tabaksteuer, Glücksspielsteuer und so weiter. Das sind im Prinzip die Sachen, die auch im Attac-Modell erwähnt werden. Und auf die ich jetzt auch nicht zu genau eingehe mit Zahlen. Sollen nur einmal Denkanstöße sein, wo man Geld herkriegt. Eine wichtige Sache sind die Einkünfte als Kapitalertrag. Momentan sind die im Endbesteuer mit 25%. Bin ich absolut ungerecht. Ich sage einmal, ich habe es verstanden, wie es damals gemacht worden ist, vor 15 Jahren ungefähr. Weil damals hat es sehr viele anonyme Sparguthaben gegeben. Das heißt, das haben Leute Sparguthaben gehabt und damit Sparzinsen bekommen und die aber nie als Einkommen angegeben, weil sie anonym waren. Und daher hat man damals, und das war wie gesagt damals eine vernünftige, erst verständliche Maßnahme, die Endbesteuerung eingeführt. Das heißt, man hat gesagt, okay,
Von diesen Spareinnahmen werden gleich mal 25% abgezogen als Kapitalertragsteuer und damit kommt keiner mehr aus, der irgendwo ein Sparbuch hat. Inzwischen sind wir aber so weit, dass es eigentlich keine anonymen Sparbücher mehr gibt mit den Änderungen bezüglich Geldwaschen und solche Sachen. Da müssen ja alle Sparbücher einer Person zugeordnet werden. Daher ist dieser Grund für die Einführung eigentlich nicht mehr vorhanden. Andererseits ist es so, dass jetzt mit dieser Methode eben auch die, sag ich mal, die Journalistin, die halt vielleicht 5.000 Euro auf dem Sparbuch hat, damit sie Geld zurücklegt für ihr Begräbnis und dann von diesen 5.000 Euro vielleicht, wenn es hochhergeht, 50%, 50 Euro Zinsen bekommt, dann muss die auch schon von diesen 50 25%, also 12,50 Euro bezahlen an Zinsen. Das heißt, auch diese Kleinst-Sparguthaben werden mit diesen 25% besteuert, was ich absolut ungerecht finde. Das heißt, meiner Meinung nach müsste man auf jeden Fall diese Kapitalertragsteuer wieder in den normalen, in die normale Steuerberechnung mit einbeziehen. Das heißt, mit dem normalen Einkommen progressiv mitbesteuern. So, dann kommen wir zu den Pensionen. Nur Einwand, momentan gibt es keine Zinsen. Auf Sparbücher. Ja, aber eben auch von den Wenigzinsen müssen die kleinen Sparer immer noch was auszahlen, und wenn es nur 3 Cent sind. Naja, sonst okay, ja. Ja. Gut, dann kommen wir zu den Pensionen. Pensionen sind meiner Meinung nach genauso Einkommen wie ein Gehalt. Das, Pensionen sind ja Pensionsansprüche, die man sich erworben hat. Man könnte auch sagen, das sind halt aufgesparte Monatseinkünfte. Das, was ich in meiner Angestelltenzeit nicht bekommen habe, weil es halt als Pensionsversicherung auf einen Pensionsversicherungsfonds einbezahlt worden ist. Das kann man bestehen bleiben, meiner Meinung nach. Und sind eben dann genauso zu behandeln wie die normalen Einkünfte. Das heißt, ich halte das für sehr gefährlich, das freiwillig. Ja, Moment, ich rede einmal von dem ersten Schritt. Die Pensionen, die jetzt angespart worden sind, die müssen in Zukunft ausbezahlt werden. Man kann jetzt sagen, es kriegt sehr Grundeinkommen und Tom kriegt keine Pension oder eine kürzere Pension. Das wird nicht gehen. Das Erste ist einmal, dass man sagt, die Pensionen müssen genauso ausbezahlt werden, das Grundeinkommen kommt dazu. Natürlich werden dann die Pensionen genauso wie die Gehälter stärker besteuert und damit gilt es genau die gleiche Rechenmethode, wie man es bei normalen Gehältern und Löhnen gehabt haben. Das heißt, wer eine Pension hat, eine geringe Pension hat, sagt von 2.000 Euro im Monat, der kriegt durchs Grundeinkommen was dazu. Wer eine Pension von 3.500 Euro im Monat hat, das heißt die 40.000 Euro, 45.000 Euro im Jahr, für den ändert sich nichts. Und wer aber eine Pension hat, die jenseits der 45.000 Euro Grenze ist, der kriegt in Zukunft auch weniger. Das heißt, auch da müssen wir genauso vorgehen wie bei den normalen Einkommen auf Erwerbseinkommen. So werden wir zu den bestehenden. Das heißt, die bestehenden Pensionen müssen erhalten bleiben und auch die Pensionsansprüche, das heißt, jeder, der jetzt noch nicht in Pension ist, aber ja schon vielleicht 10, 20, 30 Jahre einbezahlt hat, muss natürlich auch Anspruch auf die Pension haben. Ob dann die Pension in Zukunft weiterhin wie bisher verpflichtend ist oder ob sie eine freiwillige Pension wird, das ist meiner Meinung nach eine Sache, über die man diskutieren kann. Was also nicht heißt, dass sie privatwirtschaftlich angelegt wird. Das kann ja durchaus der Staat anlegen. Aber ob man es verpflichtend macht, ist meiner Meinung nach eine Sache, die man sich überlegen muss. Das Gleiche gilt auch für die Arbeitslosenversicherung. Auch da ist es so, dass eben die Arbeitslosengeld erhalten bleiben muss und die Ansprüche, weil ja auch die Arbeitnehmer bisher Arbeitslosenversicherung einbezahlt haben. Und wenn die jetzt arbeitslos werden, kann man nicht sagen, die kriegen ihr Grundeinkommen, sondern die kriegen genauso ihr
Arbeitslosengeld und das Grundeinkommen dazu. Auch da ist es so, also es gilt genau das Gleiche wie für die Pension. Auch da ist es so, dass man sich überlegen kann, ob die Arbeitslosenversicherung in Zukunft Pflicht ist oder freiwillig ist. Ja, und da möchte ich nur darauf hinweisen, dass es für Selbstständige ja, viele Jahre, Jahrzehnte keine Möglichkeit gegeben hat, eine Arbeitslosenversicherung abzuschließen. Seit ein paar Jahren gibt es die für Selbstständige auch, aber es ist auch eine freiwillige Arbeitslosenversicherung. So, wenn es für Selbstständige eine freiwillige Arbeitslosenversicherung ist, warum soll es nicht auch für unselbstständige Arbeitnehmer freiwillig sein? Ich will es sicher nicht abschaffen, aber dafür einen Zwang zu machen, finde ich nicht sehr sinnvoll. Aber das sind Nebenbeispiele, das hat es mit der Finanzierung nicht wirklich viel zu tun. Man betrifft nur die Zukunft, wie in Zukunft das gehandelt werden kann. Also wenn ich da eine Bemerkung machen darf, das freiwillig stört mich sehr, weil freiwillig heißt nichts anderes als privat. Und derjenige, der eine private Zusatzversicherung hat, weiß, wie das in Zukunft dann immer ausschaut. Ich wäre hier für den Erhalt dieser staatlichen Möglichkeiten, sowohl was Arbeitslose als auch was Pension betrifft. Denn das freiwillig und das privat hat bisher noch nie dem Kleinen gegeben, sondern eher... Lass es einmal so stehen. Eine private Pensionsversicherung gibt es jetzt auch schon, weil die Leute sagen, ich bin mit dem, was mir der Staat geben wird, nicht zufrieden. Ich möchte mich auch nur freiwillig pensionsversichern. Also momentan gibt es ja die Möglichkeit, mehrere Pensionsversicherungen zu machen, die Firmenpension, staatliche Pension, freiwillige Pension. Aber die Freiwilligen haben bisher noch nie viel gebracht. Ja? Außer Versprechungen. Ich lasse es einmal so stehen und würde das jetzt nicht weiter diskutieren, weil das, wie gesagt, kein Thema des Modells ist. Ja, darf ich nur ganz kurz auch darauf hinweisen, ATTAC hat hier eine eigene Position für die Pension und da ist das Umlageverfahren verpflichtend drinnen und das Private verpönt. Eindeutig als nicht sinnvoll. Okay. Ja. Heute mal zu diesen beiden Themen Pension und Arbeitslosenversicherung. Und ich habe da hinten das noch einmal das Modell drauf mit der Flat Tax. Das habe ich aber vorher schon durchgespielt. Das heißt, das sind die Zahlen, wie man es mit meinem Vorschlag berechnen kann, mit den 35, 50, 60%. Beziehungsweise dann darüber sogar mit 75%. Wenn man das Ganze jetzt auf eine Flat Tax macht, mit 40%, wie es zum Beispiel vom Alters vorgeschlagen wird, dann eine Bevorteilung sogar der Großverdiener. Wenn man es mit 50% macht, ist es, sage mal, ist zumindest keine Umverteilung. Ne? Das ist auch eigentlich dann, also man sieht an diesen Zahlen, dass Leute, die über 100.000 Euro verdienen, haben so 120 Euro weniger. Wenn man nicht unter Umstellung fährt. Das Flattex-Modell hat zwei Vorteile. Erstens einmal, er ist quellsteuerfähig. Das heißt, man könnte bei allen Einkünften, die irgendwo entstehen, sofort die Steuer einbeziehen, so wie es jetzt mit der Kapitalertragsteuer ist bei Sparguthaben. Das würde man bei jedem Einkommen, auch bei dem Erwerbseinkommen sofort machen, wenn man dann nicht irgendwie zusammenrechnen muss, was hat der in Summe für Einkommen. Der zweite Vorteil wäre, dass es keine Schlupflöcher gibt, weil manche Großverdiener das Einkommen aufteilen und sagen, naja, das verdiene nicht alles ich, sondern die Hälfte verdient meine Frau, obwohl die vielleicht nicht erwerbstätig ist. Und damit sozusagen sich Steuer sparen. Es sind zwei Vorteile einer Flat Tax, aber wie gesagt, die Nachteile sind meiner Meinung nach viel größer. Erstens gibt es keine Umverteilung. Zweitens sind es, wie man in den Grafiken sehen, deutliche Vorteile für die Gutverdiener und Nachteile für die Geringverdiener.
Und das Dritte ist, es gibt keine Gestaltungsmöglichkeit im Bereich der Steuern. Dass so kleine Änderungen, wie es gewesen ist, dass man ein Stück Steuersatz von 25 auf 20% senkt, wäre dann nicht möglich, wenn es nur Flat Tax gibt. So, das alles ist nachzulesen auch eben in der Broschüre. Die Broschüre ist als Buch erhältlich in jeder Buchhandlung und auch online, kostet 5 Euro. Und als E-Book kostet 99 Cent, jedem leistbar. Und damit sage ich Danke und weise darauf hin, dass immer alle gesagt haben, das geht nicht. Bis einer gekommen ist, er wusste das nicht und hat es einfach gelernt. So. Ja.